Willkommen zu der Analyse Raptator versus Rante, wie auch immer. Und das wird für mich auch eine kleine Premiere, weil ich zum ersten Mal mein neues Mikrofon, das Rode NT-USB, teste. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Analyse so spät kommt. Ich hatte keine Lust, mit meinem Drecks-Headset aufzunehmen, wenn ich in ein paar Tagen das Rode habe. Aber das sollte ja keine Rechtfertigung sein. Also fangen wir jetzt bei den Punchline-Punkten von Raptator an. Ewig, Dicker, ja, ich ficke dich. Ich punche eben auf von ins Gewicht. Rante ewig, Dicker, ja, ich ficke dich. Ich punche eben auf von ins So, bei dem Intro gibt's nicht viel zu sagen. Das klingt relativ gut, aber besonders einen Punch kann ich leider nicht erkennen. Muss ja auch nicht bei einem Intro. Mein Level ist viel höher als dein Satz, wär ich MD-Sequalizer. Du redest über den Beat, denn nee, du bist auf Beat, Rap mal kleiner. Rante ewig fühlt sich, denn hat gewonnen gegen Schäfficker. Gegen mich zu gewinnen sollte doch leicht sein, safe, zwinker. So, hier sagt er am Anfang, dass sein Level höher ist und vergleicht das mit RMDs Equalizer, der laut ihm sehr hoch liegt. Und er sagt dann noch, dass er Offbeat ist. Da fehlt mir aber ehrlich gesagt der Punch, weil zu sagen, du bist Offbeat, kann entweder eine Tatsache oder nicht sein, aber wirklich punchen eher weniger. Danach sagt er noch, dass er sich fühlt, weil er gegen Schäfficker gewonnen hat, aber selbst das finde ich es nicht so treffend. Denn ja, wenn den Fett in Lads gibt es sowas wie ein Winterspeck. Bin nicht Fritzel, doch wegen sowas wie dir fick ich klein Kinder weg. Du kommst gerade erst in den Stimmenbruch, ich sag nur noch Homo. Bist fast so voll schnervig wie die Werbung vom Bravo Lotto. Random fetten Lines gibt es so mass wie mein Winterspeck. Was soll ich dazu sagen? Minus ein Punchline-Punkt? Du kommst gerade erst in den Stimmbruch, ich sag nur no homo. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Ich ficke dich und sag nicht nur homo, deine Mutter nicht beleidigen ist dein No-Go. Ist wahrscheinlich nicht geklaut, aber hat mich ja dran erinnert. Und du bist fast so falsch und nervig wie die Werbung von Bravo Lotto. Bravo Lotto muss ich googeln, anscheinend für irgendein, ja, Lotto-Jackpot. Deshalb wahrscheinlich falsch und nervig. Ich vertraue dem einfach mal, dass die Werbung oft kam, aber ich kenne sie nicht. Bravo Logo, Schalmona, bis wie du herum, Bravo Fotos. In den Matze, viel Fremdscham wie du, flowloses Opfer. So ein Lauch, du kippst um nach einer Liter Dosis Wodka. Mein Gehirn ist nämlich nur fett gedruckt, so wie Todda. Fremdscham wie du, du flowloses Opfer. Du Lauch kippst nach einer Liter Dosis Wodka. Mir fehlt da so ein bisschen einerseits der Punch, der Gegnerbezug oder die Aussage. Ich verstehe diese Lines irgendwie nicht, das ist irgendwie sehr zusammenhaltungslos. Und der Fremdscham wie du flowloses Opfer? Irgendwie ein sehr komischer Vergleich, wie ich finde. Du rechtfertigst dich in den Kommentaren, sagst deine Mische ist schuld, dass du über den Beat redest, fuck du kleiner Fischer. Ich sag selbst, ich bin fett, damit ich die Hälfte deiner ganzen Einzelkräfte, deine paar schlechten Punches gegen Schäfficker waren die Leistungsgrenze. Du rechtfertigst dich in Kommentaren, sagst deine Mische ist schuld, dass du über den Beat redest. Jetzt hätte ein guter Front kommen können. Jetzt hätte ein Punch da reingemusst, der ihn richtig zerfickt, der hätte da richtig gut reingepasst, Vorarbeit geleistet. Und was kommt? Kleiner Fisch. Ich sag selbst, bin fett, damit ich die Hälfte deiner Lines entkräfte. Inwiefern entkräftet das denn die Lines, wenn du selbst sagst, dass du fett bist? Deshalb bist du doch nicht weniger fett, dann bist du immer noch fett. Und das kann ich immer noch genauso treffen. So, damit dann minus 2 Punchline-Punkte. Rante ewig, Dicker, du musst verlieren. Ich werde dein Grab nämlich verzieren. Mit meinem Band deiner Blutrot. Mache dich mit dieser Runde mundtot. Rante ewig, Dicker, du musst verlieren. Ich werde dein Grab nämlich verzieren. Mit meinem Band deiner Blutrot. Mache dich mit dieser Runde mundtot. So, das war die Hook. Beim ersten Mal hören fand ich die schon ziemlich ouch. Aber so nach ein paar Mal, ich finde das Ende geht mit diesem Bandana Blutrot, mach dich mit dieser Runde mundtot, aber dieses mit dem Verlierer finde ich irgendwie sehr fehl am Platz. Und ich werde dein Grab nämlich verzieren, das ist schon wieder keine Punchline, das ist schon fast wieder ein Kompliment. Warum kümmerst du dich um sein Grab? Hat er dir so viel bedeutet? So, das war's dann mit der Runde von Raptator und ich glaube, ihr könnt mir alle zustimmen, wenn ich sage, dass der Punchline-mäßig nicht so viel zu holen war, wie man sich gewünscht hat. Aber dementsprechend machen wir dann direkt jetzt mit den Punchline-Punkten von Rante weiter. Das neue Weight Watchers Your Way. Erfolg Your Way.
Bewegung, your way. Freiheit, your way. Jetzt über 200 Lebensmittel für 0 Punkte. Das neue Weight Watchers, your way. Jetzt 50% sparen. So, das war die originale TV-Werbung vom Weight Watchers, dank der ich jetzt clever und günstig 5 Kilo abgenommen habe. Warum das in der Battle-Runde gehört, habe ich gar keine Ahnung, aber dadurch wiege ich jetzt auf jeden Fall etwas weniger. So, ich sehe noch im Video steht 2 Parts, 2 Punchline-Punkte. Na, hätte der Rante mal die Analyse gesehen, bevor er seine Runde gemacht hat. Digga, du hast nicht nur wegen des Sprachfehlers ein S-Problem und neben deinem Gewicht dank mir ein wirklich echtes Problem. Du brauchst nicht so zu tun, als ob du eine S-Klasse fährst, nur weil du fettes Stück gerne bei diesem S-Klasse wärst. Du hast nicht nur wegen deines Sprachfehlers ein S-Problem. Damit ist die Doppeldeutigkeit zu dem Wort S gemeint. Essen im Sinne von Nahrung und S als Buchstabe. Ganz nett, um aufzubauen. Erinnert mich an eine andere Line von Johnny Dixon. Nicht nur wegen dem Sprachfehler beschwerst du dich. R wäre viel zu schwer für dich. Dann sagt er noch, du brauchst nicht so tun, als ob du eine S-Klasse fährst, nur weil du fettes Stück gerne bei dem S-Klasse wärst. Ich habe gerade nachgefragt, mit diesem S-Klasse meint er nur, dass er gerne nicht lispeln würde. Insofern finde ich das leider relativ schwach noch und möchte noch keinen Punchline-Punkt dafür geben. Denn du lispelst ein bisschen, falls es dir nicht aufgefallen ist. Und ich glaube fast, dass ich das schon mal gesagt habe, doch du Opfer hast das ja scheinbar nicht so richtig bemerkt. Ich sag was übers Lispeln und du lispelst noch mehr. So, hier spielt er auf eine Line aus seiner Quali an, wo er schon Raptator mit dem Lispeln konfrontiert hat. Und er meint, er müsste sie hier nochmal bringen, weil Raptator sie ja offensichtlich nicht gehört hat, da er jetzt wohl noch mehr lispelt. Ist ganz nett wieder zum Aufbau, aber punchen tut das ehrlich gesagt an sich noch nicht. Aber ich find's wie gesagt ganz lustig mit diesem, ach, jetzt lispelt er noch mehr. Muss ich dem das wohl nochmal sagen, ne? Damit kannst du bitte mal nicht mal so schauen, denn ich kicke dich raus, schon in normaler Geschwindigkeit ist die Verständlichkeit schwierig. Und ich checke dein lyrisches Dasein, um zu sehen, dass da nichts ist. Du bist ein kleiner, fetter, pubertierender Junge, der lispelt. So, die Kernaussage hier ist, dass er sich nicht auf seinen Double Time konzentrieren sollte, sondern lieber auf sein lyrisches, weil da ansonsten nichts ist. Ist, wie gesagt, wieder ganz nett und ich kann dafür, aber es ist noch kein Hard Hit, sage ich mal. Es ist noch keine wirkliche Punchline, wo ich einen Punkt geben möchte. Und ja, das letzte ist halt einfach Real Talk. Was für eine Kampfansage, höchstens an dein Logopäden. Du wärst in der Nazi-Zeit von der SS bedroht gewesen. Wie kannst du in den Texten bitte so arrogant sein? Du hast pro Part eine Punchline. Was für Kampfansage, höchstens an dein Logopäden. Kampfansage war ein Track von Raptator. Und Logopäden sind ja diese Sprachhelfer quasi. Und da Lispelt passt das relativ gut und gibt den ersten Punchline. Den zweiten bekommt er für die Nazi-Line, und zwar wäre er bei der SS bedroht gewesen. Doppelt S, doppelt Lispeln quasi. Das passt relativ gut. Insgesamt jetzt 2 Punchline-Punkte. Frag mich, was redest du da? Nicht wegen des Lispens, nein, sondern was redest du da? Du hast die man nicht mit Skills ermordet. Bis 9 Videos weiter, wenn man damit 3 Punkte kriegt, wie soll man dann bitte noch scheitern? So, da ist jetzt keine übertriebene Punchline drin, sondern eher in Richtung Real Talk. Die 3 Punkte haben ihn ja quasi wirklich gerettet. Aber ich denke schon, dass es ziemlich angreifend für Raptator ist und deshalb gibt es einen halben Punkt. Deine Rechtschreibung zu lesen tut echt weh. Deshalb kann man in der Analyse über dich keinen Text sehen. Wundert mich jetzt nicht. Nimm ein wenig Deutsch nach Hilfe und schau weiter SpongeBob auf Netflix. So, deine Rechtschreibung zu lesen tut echt weh. Tut mit H geschrieben ist natürlich falsch. Tut wird einfach TUT. Soweit ich weiß, wäre jetzt peinlich, wenn wir alle falsch liegen. Und das ist eher auch in die Real Talk Richtung. Er muss natürlich kein Deutsch nach Hilfe nehmen, aber es ist halt schon falsch geschrieben. Ich gebe da mal wieder einen halben Punkt gnädig dafür. Am Lispeln, Double Time, Zufallkack, Neuanfang, am Spitten, Brabbel Time, Zufallkack, Neuanfang. Dicker, bitte lass das singen, das wird auch in Zukunft nicht gut klingen, dass du eine Zeile aus der Hook vergessen hast, das ist dein bester Part. So, hier imitiert Rante die Hook von Raptator aus der letzten Runde. Das ist relativ gut gelungen, wie ich finde, und er sagte, der Part, wo er nicht rappt, sei der beste. Ich gebe dafür insgesamt auch nochmal einen halben Punkt.
Clickbait, das ist Sunnys Look, aber bist fett und kannst kein Deutsch, also passt das schon. Du willst gar nicht SpongeBob sein, nein, du bist ein Lasker-Klon. Nico meint, dass sein Dima-Vergleich nicht sehr schmerzt, aber du bist die Kopie der Kopie dessen, was du gern wärst. So, ich kann mir nicht helfen, der letzte Double, ich finde, der klingt ein bisschen nach mir, aber das ist unmöglich. Naja, vielleicht war ich auch in Trance und betrunken oder so, man weiß es nicht. Ansonsten sagt er, dass er nicht die San Diego-Kopie ist, sondern eher eine Kopie von Lasker. Und da ich Lasker absolut nicht leiden kann, lasse ich das auch als Punchline quasi zählen. Gibt nochmal einen halben Punchline-Punkt. Ich finde, es fickt nicht komplett rein, aber es ist ganz nett. So, ich habe bei der Runde gegen Dima gesagt, dass es nicht sonderlich punch oder besonders schmerzhaft ist, wenn man mit San Diego verglichen wird. Weil ich nicht finde, dass das ein besonders schlechter Rapper ist. Aber er sagt, er ist nicht mal eine Kopie von dem. Das merkt man an den Wie-Vergleichen, merkt man an den vielen Reimen ohne jeglichen Kontext. Von jetzt an kann man bei dir Hall of Shame in den Titel schreiben. Und das mit den Reimen zeig ich den Spasten auf. Du meinst, du bist wie Tommy aus GTA und rastest aus und jagst Dima dann durch ein Krankenhaus. Er sagt hier dadurch, dass er viele Wie-Vergleiche benutzt, dass er wie San Diego wirkt. Aber ich glaube, beziehungsweise ich empfinde das so, dass Wie-Vergleiche fest im Rap-Genre integriert sind. Fast jeder benutzt diese als Stilmittel. Er sagt hier noch, dass seine Reime ziemlich unsinnig sind und nimmt hier ein gutes Beispiel. Zum Beispiel, dass er Dima einfach sehr random durch ein Krankenhaus jagt. Aber ich sehe, dass er weniger als Punch wieder, sondern einfach als Auflistung der Tatsachen. Da hätte noch irgendwas Krasses kommen müssen, irgendein Spruch, der ihn noch ziemlich reinhaut. Du bist die Tommy aus GTA, nicht weil du ausrastest, sondern weil du Sunny bitest, doch es ausartet. Aber selbst wenn du der aus dem vierten Teil bist, ist das witzig. Dann bist du fürs Gameplay halt nicht einmal wichtig. Er geht hier weiter auf die Kunstfigur Tommy aus GTA ein und sagt, dass er fürs Gameplay nicht einmal wichtig ist. Aber da das sich alles mehr auf GTA bezieht und weniger jetzt auf Raptator, möchte ich dafür auch keinen Punchline-Punkt geben. Ich finde, das trifft nicht, wenn er ihn mit einer Spielfigur vergleicht und dann Sachen zur Spielfigur aufzählt. Bist nur in zwei Cutscenes zu erblicken und auch in diesem Battle hast du dich geschnitten. Doch irgendwie ist es ja schon passend, nur für visuelle Effekte dabei. Und Videopunkte bekamst du quasi nicht nur ein oder zwei Punkte, sondern direkt einmal drei. Bist nur in zwei Cutscenes zu erblicken, hast dich geschnitten. Die Doppeldeutigkeit gibt's leider schon zu Genüge, auch oft genug mit Videoschneiden und du hast dich geschnitten. Naja. Und du bekamst drei Videopunkte. Er hackt noch ein bisschen darauf rum, dass er nur wegen dem Video gewonnen hat. Nichts Weltbewegendes, aber ist immer noch ganz witzig. Aber leider auch kein Punkt wert. Du hast einen Part gegen Kingslayer, weil er dich gedisst hat. Wundert mich, dass du dann aber nichts gegen mich machst. Also entweder bist du eine Pussy, dessen Wort entgegen deiner Aussagen nicht beständig ist, oder selbst Schäfiger wollte nicht, dass du in den Battle verkehrst. Während RPG aus der Bewertung über dich deine Texte entfernt, schreibt er bei mir in den Titel, dass ich epic bin. So, das ist mir leider ein bisschen zu viel Wirr, weil die Reimstruktur ist ein bisschen sehr verwirrend und man blickt im ersten Moment gar nicht durch und so gut kommt das ehrlich gesagt auch gar nicht. Aber wir wollen ja auf die Punchlines eingehen, aber selbst da sehe ich nicht so viel. Der geht da eher auf die menschlichen Fehler ein, die ich gemacht habe. Zum Beispiel, dass ich mich im Titel einmal vertan habe. Ich dachte glaube ich am Anfang sogar, oder eine Zeit lang, er heißt Epic, aber naja. Gut, Fehler von mir, passiert. Aber Punchline-mäßig kann ich da leider nicht so viel für geben. Und das war's dann auch mit den Punchline-Punkten für Rante. Damit steht es insgesamt minus 2 zu 4 für Rante eben und Rante. Es gibt natürlich kein minus 2, das heißt 0 zu 4 für Rante. Und eigentlich müsste ich das ja in Relation rechnen, weil Rante ja quasi doppelt so viele Zeilen geschrieben hat. Aber da es 0 zu 4 ist, bleibt es auch ein 0 zu 4. Da gibt es nicht viel zu machen. So, zum Flow-Punkt. Ich finde schon, dass Raptator einen besseren Flow hat, aber ich finde nicht, dass der Flow von Rante komplett schlecht ist. Ich finde einige Passagen gut und dann einen wieder weniger gut. Deshalb gebe ich ein 2 zu 1 für Raptator. Technik. Bei der Technik nehmen die sich nicht besonders viel. Bei den Reimen sind sie ungefähr gleich auf. Beide haben noch einige Stilmittel mit drin. Zum Beispiel bei Rante den Spit, den er da gerne benutzt hat. Aber am Ende wird mir die Reimstruktur viel zu wirrwarr und unverständlich. Insgesamt gebe ich da ein 1 zu 1. Zum Soundbild. In dem Part hat Raptator das bessere Soundbild. Punkt. Aber ich fand die Hook dieses Mal am Anfang sehr ungelungen bei Raptator und bei Rante umso gelungener. Dadurch gebe ich ein 1 zu 0,5 für Raptator beim Soundbild.
zum Video. Ich finde, Raptator hat das bessere Video. Er hat auch das kürzere, weshalb das etwas einfacher ist, aber darauf kann ich leider keine Rücksicht dabei nehmen. Raptator hat bessere Cuts und bessere Helligkeit, sag ich mal. Beleuchtung, das war das Wort, was ich gesucht habe. Na gut. Bei Rante wirkt das leider etwas verwackelt zwischendurch und nicht so gut geschnitten. Ich gebe ein 2:1 für Raptator. Rante hat natürlich trotzdem ein Video gemacht, was nicht besonders schlecht war, aber allein schon dadurch, dass es verwackelt ist, wirkt es schon um einiges schlechter. Zum Extrapunkt. Raptator hat mir auch geschrieben, dass er anscheinend eine Schreibblockade hatte. Und ich finde, das merkt man auch. Darauf wird natürlich keine Rücksicht genommen und ich finde, Rante hat insgesamt besser abgegeben und kriegt den Extrapunkt. So, damit gewinnt Rante gegen Raptator mit 8,5 Punkten zu 6 Punkten und muss damit als nächstes gegen Wise oder LSH battlen. So, noch eine kleine Info am Ende. Dies wird dann ja das Halbfinale sein und ab den Halbfinalrunden gibt es Hin- und Rückrunden, das heißt zwei Videos gegen den anderen jeweils. Das war's dann von mir soweit, mehr habe ich nicht zu sagen, haut rein.